Nicht nur wie hier bei Dreharbeiten für einen Werbespot, sondern auch im täglichen Leben. Lisa und Thomas Müller gelten als das perfekte Paar. Harmonie pur. Und da wird sich Thomas heute am Valentinstag doch ganz besonders ins Zeug legen, oder? Willst du das jetzt beantworten, wie toll du Valentinstag findest? Also, ich bin kein Freund von terminierten Liebkosungen, sondern ich finde, man sollte täglich versuchen, den Gegenüber und den Partner wertzuschätzen. Und dementsprechend lege ich nicht sehr großen Wert auf Tage wie Valentinstag. Wobei den Muttertag, den darf man natürlich nicht vergessen, das ist ganz wichtig. Aber eine kleine Blume bringe ich schon ab und zu mit. Ab und zu ein Blümchen, das ist doch lieb von Thomas. Und heute? Nein, erwarte ich jetzt nichts. Also für mich ist der Valentinstag jetzt nicht irgendwie ein speziell wichtiger Tag. Insofern ist es eigentlich ein Tag wie jeder andere. Wir sind halt jetzt aber auch natürlich schon, als Mädchen will man immer gerne Blumen oder Schokolade. Wir sind halt jetzt auch schon eine gewisse Zeit verheiratet. Da habe ich das Ganze natürlich schon in eine gewisse Richtung Jahr für Jahr hinbekommen. Also die Antwort hätte sich jetzt vor 6, 7 Jahren vielleicht auch noch anders angehört. Ich sage, ja, Blumen. Seit 2009 sind die beiden jetzt glücklich verheiratet. Zwei, die sich einfach verstehen. Und ganz wichtig in ihrer Beziehung ist der gemeinsame Sinn für Humor. Sich manchmal eben nicht zu ernst nehmen. Wie witzig. Das ist nur für die Kamera. Ja, das ist nicht schlecht. Sie lernt. Nee, sie manchmal ist ja so, dann drückt sie mir auch wirklich einen guten Spruch. Und sagt sie immer, ja, das hat sie von mir gelernt und jetzt hat halt der Schüler den Meister dann überholt. Aber also ich muss mich schon mal in Acht nehmen. Aber diese kleinen Reibereien, das tut uns auch gut und das macht uns auch Spaß. Aber jetzt Spaß beiseite, denn in der Champions League geht es für Thomas Müller und die Bayern morgen in die heiße Phase. Das Achtelfinale gegen Arsenal steht an. Die Ziele sind ambitioniert. Wir sind der FC Bayern und wir haben immer hohe Ansprüche an uns selbst und auch ans Ergebnis. Also wir wollen auf jeden Fall in die nächste Runde, wissen aber natürlich, dass einem nichts geschenkt wird. Also es wird spannend. Und das bedeutet für das Ehepaar Müller, dass es am Valentinstag wahrscheinlich kein romantisches Dinner geben wird. Denn das Spiel am Mittwoch geht vor, bei aller Liebe.